Ja, dritter Block oder siebter Block Kurvendiskussion. Schau mal an, das ist diese Funktion. Da gibt es keine Einschränkung im Definitionsbereich ganz R. Symmetrie gibt es keine, da die Exponenten gemischt sind. Nullstellen lassen sich auf analytischem Wege nicht bestimmen. Das muss man mit dem Taschenrechner machen. Und dann ergibt sich eine einzige Nullstelle bei einer Stelle ungefähr 1,83. Den habe ich hier hingeschrieben, Randverhalten im positiven Fall gegen plus unendlich, im negativen Fall gegen minus unendlich. Bildung der Ableitung ist 3x² minus 2x minus 1. Zweite Ableitung ist 6x minus 2 und die dritte Ableitung ist 6. Notwendige Bedingung, ich setze die erste Ableitung gleich 0, also 3x² minus 2x minus 1, das kann ich mit der ABC-Formel verarzten. Dann heißt das, im Nenner steht 2a, das heißt 2 mal 3 ist 6. Im Zähler steht minus b, b ist der Term hier, minus b ist plus 2, da steht b², also 2 zum Quadrat, das ist 4. Und da steht minus 4ac, das heißt hier habe ich ein Minus, das c ist negativ, Doppelminus gibt plus, deswegen hier positives Vorzeichen, 4 mal 3 mal 1 ist 12. Dann kann ich 4 plus 12 zusammenzählen, das ist 16. Die Wurzel aus 16 ist 4. 4 plus 2 ist 6. 6 Sechstel ist 1, das ist die eine Lösung. Oder ich sage 2 minus 4, das ist minus 2 im Zähler durch 6. Minus 2 Sechstel oder minus 1 Drittel ist die zweite Lösung. Fertig. Dann setze ich die beiden Werte, die ich hier gefunden habe, in die hinreichende Bedingung ein, in die zweite Ableitung ein. 1 eingesetzt ergibt 4, das ist größer 0, also Tiefpunkt. Minus 1 Drittel eingesetzt, der ist negativ und der ist auch negativ. Wir sind insgesamt negativ, also muss es ein Hochpunkt sein. Die Y-Koordinaten kann ich mit dem Taschenrechner ausrechnen oder im Kopf, je nachdem, jedenfalls habe ich die Werte hier stehen. Gehe ich jetzt nicht mehr nach. Wendepunkte kriege ich, wenn ich die zweite Ableitung gleich 0 setze. Das heißt, wann ist das der Fall? Wenn die 2 auf die andere Seite durch 6 geteilt ist, 1 Drittel. Bei 1 Drittel ist das der Fall, setze ich das in die dritte Ableitung ein, die ist überall 6, also auch für den Wert 1 Drittel, immer größer 0, also Übergang von rechts nach links. Und der Wendepunkt hat die Koordinaten 1 Drittel und die Y-Koordinate rechne ich mit Taschenrechner zu ungefähr minus 1,4 aus. Und dann kann ich jetzt mal die Zeichnung angucken, was weiß ich. Die Nullstelle liegt bei 1,83, immer hier. Der Tiefpunkt liegt bei 1 minus 2, der Hochpunkt liegt bei minus 1 Drittel, minus 0,8, passt. Und der Wendepunkt, der liegt bei 1 Drittel, minus 1,4. 1 Drittel, minus 1,4, passt. Ich laufe gegen minus unendlich im negativen Fall, ich laufe gegen plus unendlich im positiven Fall, alles glatt. Das war's.